Los geht's. Angekommen in Kopenhagen, beziehungsweise einem Vorort. Es ist richtig süß, die ganzen Häuser hier. Sieht so lecker aus. Focaccia mit Zucchini und Pesto. Und was eine Tat. Es riecht wie in Finnland. Guten Morgen. Heute ist der zweite Morgen in Kopenhagen. Jetzt ist mal Müsli. Und Toast. Wir sind, beziehungsweise Eva hat den Tag damit gestartet zu joggen und ich bin nebenher geradelt und jetzt haben wir noch gefrühstückt und jetzt fahren wir los. Wir wollten heute auf jeden Fall später, also am Nachmittag, schwimmen gehen, weil da ist das Wetter, glaube ich, richtig, richtig schön. Ja, ansonsten ein bisschen Secondhand shoppen, ins Designmuseum, ja, Update. Bisschen Fahrräder kaufen gehen. Ja, ich wollte mir Fahrräder anschauen. Und Update, ich habe immer noch kein WG-Zimmer. Und Update Nummer 2, ich wurde gestern einfach an der Uni genommen, die meine Top 1 Uni war. Aber jetzt ist, glaube ich, die Entscheidung zu spät, nochmal zu wechseln. Ja, mal gucken, ich überlege nochmal. Ich finde, man merkt direkt, wenn man ein bisschen feuchte, klamme Hände hat, dann rollt, dann geht der Garnkorn nicht so. Kurze Videounterbrechung. Ich arbeite ja schon jetzt ein paar Jahre mit The Female Company zusammen. Also ich kann sagen, ich benutze diese Produkte schon seit ein paar Jahren. Und nach wie vor wollen sie mit mir zusammenarbeiten und das ist so die größte Ehre. Ich erzähle so gerne zu den Produkten, weil ich wirklich 100% dahinter stehe und die 100% selber benutze. Ich liebe die Produkte und fühle mich extrem sicher. Deswegen dachte ich, ich zeige meine Top 3 liebsten Period Panties von The Female Company. Und bevor ich es vergesse, du bekommst mit meinem Code TFCTIME, den schreibe ich nochmal hier hin, 12% auf alles, ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro. Aber jetzt erstmal zu meinen Favorites. Und vielleicht bevor ich jetzt die Period Panties zeige, sage ich nochmal, warum ich die Marke so gerne mag und warum ich die Panties benutze. Und zwar liegt es einfach daran, dass ich mich während meiner Periode extrem sicher fühle. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auslaufe, auch nicht nachts. Und was mir auch wichtig ist bei Periodenprodukten, ist, dass ich keine Schadstoffe dadurch aufnehme oder so. Und dazu hat The Female Company die ganzen Panties auf über 1000 Schadstoffe getestet und es kam dabei raus, dass nichts drin ist, was mir super, super wichtig ist. Die sind übrigens auch Ökotex 100 zertifiziert, was ich so toll finde. Zu den genaueren Informationen kannst du unten mal in der Infobox auf den Link klicken. Da kommst du direkt zu The Female Company und da haben die alles transparent quasi aufgelistet. Jetzt kommen wir zu meinen 3 Lieblingsmodellen, die ich immer benutze und jetzt zu meinem ultimativen Favoriten. Platz 1 kriegt diese hier. Das ist die Medium Brazilian. Ich schreibe es aber nochmal hier hin. Die ist aus Biobaumwolle, was ich extrem toll finde. Die sitzt so gut. Also ich finde, man merkt nicht, dass es eine Period Panty ist. Die sind generell nur 1 mm dicker als normale Slips. Deswegen braucht man da sich keine Sorgen zu machen. Und man sieht auch hinten keine Abdrücke oder so. I love her. Zweiter Platz geht an die Tape Panties. Die habe ich in unterschiedlichen Farben, weil ich die einfach liebe an Tag 1 oder am letzten Tag meiner Periode. Die sind so angenehm zum Tragen, man merkt sie nicht. Aber weil jeder Mensch unterschiedlich ist und unterschiedlich viel blutet, gibt es bei The Female Company eben Panties, die viel aufsaugen, also bis zu 5 Tampons. Aber dann gibt es halt eben auch Panties, die weniger aufsaugen für leichtere Tage. Und Platz 3 geht
stellvertretend, also die steht stellvertretend für die Seamless-Kollektion. Also diese Kollektion, da sieht man überhaupt nicht, dass man eine Period Panty trägt. Also keine Streifen hinten, auch wenn die quasi eine dickere Saugstärke hat. Also das erstmal zu den Panties. Ich muss sagen, mein Leben ohne zu übertreiben ist wirklich besser, weil ich die in meinem Leben habe und die benutzen kann. Ich habe viele schon an meine Freundin verschenkt und die sagen, das ist auch, also die sind auch ganz begeistert. Und falls du jetzt auch Lust bekommen hast, die zu probieren oder nachzubestellen oder zu verschenken, ich finde es ein super Geschenk, dann habe ich, wie schon gesagt, immer noch meinen Code TFCTIME. Dann bekommst du 12% im ganzen Online-Shop ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro. Achso, und übrigens, es gibt kostenlosen Versand ab 50 Euro. Also, ja. Vielleicht so eine Sammelbestellung unter Freundinnen. Guten Morgen, guten Morgen. Ich melde mich mal wieder aus der Heimat. Ich habe mich ja das letzte Mal, glaube ich, aus Kopenhagen gemeldet. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder bei meinen Eltern. Und es ist die letzte Woche vor Uni-Start. Also nächste Woche habe ich O-Woche, aber ich zähle das schon zur Uni, weil ich dann nicht mehr hier wohnen werde und so weiter. Eigentlich muss ich noch so viel updaten, was jetzt mit dieser Wohnungssituation ist. Übrigens, mein kleines Tüchlein, was ich in Kopenhagen gestrickt habe, ist fertig. Ja, also erstmal ein paar Worte zu Kopenhagen. Kopenhagen war ein Träumchen. Es war wirklich so schön und wir hatten so Glück mit dem Wetter, wir hatten so Glück mit der Unterkunft. Und dass wir diese Fahrräder die ganze Zeit ausleihen konnten von den BesitzerInnen von dem Airbnb. Also es war wirklich ein mega Träumchen. Wir sind eigentlich jeden Tag voll viele Kilometer geradelt und einfach durch die Stadt. Die Tage in Kopenhagen haben mir auf jeden Fall super viel Energie gegeben für die Tage, an denen wir uns nicht sehen. Also für die Fernbeziehung. Und ich konnte nochmal so richtig aufladen. Das war sehr schön. Ich wollte kurz eine Sache ansprechen und ich hoffe, es kommt nicht falsch rüber oder so, weil ich das überhaupt nicht quasi böse meine gegenüber konstruktiven Kommentaren oder generell Kommentaren. Ich habe immer das Gefühl, dass man Content dafür lebt, dass man quasi da so einen Austausch hat und so. Und das liebe ich auch. Ich habe aber nur so bemerkt, weil in meinem letzten Video habe ich ja darüber geredet, dass ich auf Wohnungssuche oder WG-Suche bin und in welche Richtung ich quasi gehe mit meinem Psychologie-Master. Und ich habe ein paar Kommentare gelöscht, weil ich sie so grenzüberschreitend fand. Sowas wie, oh mein Gott, du gehst in die Richtung, du wirst es niemals schaffen oder ich sehe dich da überhaupt nicht oder so. Solche Sachen, wo ich mir dachte, wow, da kennt mich jemand besser als ich mich anscheinend. Und dann habe ich mir so gedacht, als ich es gelesen habe, so ja, das gehört dazu, weil ich meinen Content im Internet teile und jeder und jede das sich anschauen kann. Und ich verstehe auch, dass super viele eine Meinung haben. Aber ich finde, ungefragte Meinungen sind so unpassend. Ich finde, es gibt einen Ort und eine Zeit für bestimmte Dinge, die man sagt. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht nur so im Internet so. Ich habe schon oft im Alltag auch so das Gefühl, dass oft einem so ungefragt so die Meinung entgegengeworfen wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich finde es so schön, wenn zum Beispiel man sich einfach auskotzen kann bei einer guten Freundin und die dann sagt, ey, darf ich meinen Senf dazugeben? Also, dass man so fragt, ob man was dazu sagen kann oder das irgendwie einordnen soll oder irgendwas, dass ich nicht unbedingt dann auch erwarte, dass ich dann irgendwie eine richtig krasse Antwort bekomme, sondern dass es mir einfach gut tut, das auszusprechen. Ich glaube, das ist halt im Alltag und im Internet so, dass Menschen einfach ihre Meinung teilen, obwohl es nicht sein muss. Aber in solchen Situationen, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich so sicher in dem bin, wer ich bin und was ich mache und wofür ich stehe irgendwie. Das hat mich also jetzt nicht doll getroffen. Ich denke dann immer in solchen Situationen, das sagt so viel über die Person aus, die das kommentiert oder die im echten Leben was von sich gibt, wo man so denkt, so, hä? What the heck? Mein Kameraakku hat auch anscheinend keinen Bock mehr, um das Ganze so zum Ende zu bringen. Es ist einfach so eine Reflexion von der Person, die das kommentiert. Also über die Ansichten, über ihre Meinung, das Wohlbefinden. Und man, also ich finde generell, wenn man durchs Leben geht, man darf einfach nichts persönlich nehmen, außer es kommt von jemandem, der mir wirklich wichtig ist und ich auf die Meinung baue und die Meinung auch hören will und so weiter. Aber alles darüber hinaus, it's a no. Kleiner Rant am Morgen. Ich frühstücke jetzt erstmal. Ich muss heute später meine Mama zum Flughafen bringen. Und ja, sonst gehe ich wahrscheinlich auf einen langen Spaziergang heute. Ich genieße einfach die Tage, die ich jetzt noch hier in Ruhe verbringen kann. Und freue mich natürlich extrem auf alles, was kommt. Übrigens, was mit der Wohnung ist, erzähle ich später im Video. Heutiges Frühstück besteht aus Rohislebe, also Roggenbrot, mit Aufstrich und Gurke. Dann habe ich noch Tempeh angebraten
und einen Joghurt mit Apfel, Kardamom und ein bisschen Proteinpulver. Ich bin jetzt gerade spazieren gegangen. Ich höre gerade ein Hörbuch auf BookBeat, Die hellen Tage von Bank. Keine bezahlte Werbung mit BookBeat, aber ja, ich höre jetzt das Buch zu Ende. Ich habe, glaube ich, noch so 20% übrig. Da freue ich mich aber an, ein neues Buch auch anzufangen. Ich bin gespannt, welches es wird. Ich liebe es an Herbst. Es sind wirklich, die Bäume sind voller Früchte und voller Nüsse. Das finde ich so faszinierend und ich finde es so schön, wie der Wind kommt so im Herbst und alles so, also dass er dafür da ist, dass die ganzen Früchte und Nüsse so auf den Boden fallen. Ich finde es so faszinierend. Ich liebe gerade in der Zeit Spaziergänge. Ich liebe ja immer Spaziergänge, aber ich finde die Natur so, so schön und so faszinierend. Heute führe ich übrigens auch meinen Mantel das erste Mal aus. Diesen Trenchcoat in dunkelblau. Der ist ursprünglich von Armed Angels, aber ich habe den auf Vinted gekauft. Und ich liebe ihn und ich habe die ganze Zeit, also als er noch bei Armed Angels im Sortiment war, habe ich die ganze Zeit geguckt und habe so überlegt, okay, will ich ihn wirklich kaufen? Und dann habe ich so lange überlegt, bis er aus dem Sortiment draußen war. Und jetzt habe ich den auf Vinted entdeckt und der ist richtig perfekt so für den Herbst. Aber ich finde, man kann auch einen richtig dicken Pulli jetzt anziehen, weil der halt ein bisschen zu groß ist. Und dann kann ich den auch im Winter tragen. Heute wieder mal ein Basic-Frühstück. Oh, hoppla. Mit Roggenbrot, Gurke und so ein Bruschetta-Aufstrich mit Tomate, Basilikum. Guten. Ich merke, es wird ultra der Lava-Vlog. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. Ich habe immer Angst, dass es zu langweilig ist. Aber ich wollte kurz zeigen, was ich in Kopenhagen gekauft habe. Und ich hatte vor einem Monat Geburtstag und wurde 24. Das ist so krass. Jetzt bin ich Mitte 20 offiziell. Auf jeden Fall habe ich da auch noch so ein paar Sachen bekommen, die ich zeigen wollte. Draußen ist übrigens so Herbstwetter. Also so Wetter, wo man sich freut, dass man drin ist. Es regnet und es hat eben gerade auch gedonnert. Zum Haul. Wir waren relativ viel in Secondhand-Läden, weil ich finde, so besonders so Einrichtungssachen kaufe ich so ungerne neu, weil ich finde, es gibt so viele tolle Sachen in Secondhand-Läden. Meine Cousine hat mich mal mega inspiriert, weil ich habe mich immer so gewundert, warum sie sich, seitdem sie jung ist, also seitdem wir jung waren, immer so Einrichtungsgegenstände gewünscht hat zum Geburtstag. Ich habe es halt nicht verstanden. Und jetzt verstehe ich es voll, weil ihre Wohnung so schön ist und sie hat so viele tolle Sachen, die sie sich über die Jahre so zusammengesammelt hat. Und ich finde das mega inspirierend und so möchte ich meine Wohnung später auch haben. Also, dass ich immer mal wieder Sachen kaufe, besonders Secondhand. Und so meine Sachen zusammensuche. Weil es ist halt so schwierig, wenn man dann irgendwie später in eine größere Wohnung zum Beispiel zieht und man plötzlich vor so einer leeren Wohnung steht und so völlig, jetzt nicht in Panik, aber in Eile Sachen kauft, neu kauft und die entweder nicht so zeitlos sind oder die nicht gut hergestellt sind. Ich verstehe aber auch, dass quasi so billige Möbel auf jeden Fall sein müssen und sich das nicht jeder leisten kann, quasi über eine längere Zeit was zu sammeln. Aber ich finde, wenn ich so die Möglichkeit habe, dann mache ich das voll gerne. Die sind wirklich immer günstiger, außer es ist jetzt so ein Vintage-Vintage-Ding, was teurer geworden ist über die Zeit, aber das kaufe ich jetzt auch nicht so. Lange Rede, kurzer Sinn. Die erste Sache, die ich gefunden habe, sind diese Kerzenständer. Ich finde die richtig, richtig schön. Ich habe schon länger nach so silbernen Kerzenständern gesucht. Die sind jetzt von Georg Jensen, ich glaube er ist Däne und hat die designt. Zusammen haben die, glaube ich, 30 Euro gekostet. Und dann habe ich nur noch eine Sache gekauft von Tekla. Tekla ist wirklich ein bisschen teurer, deswegen habe ich da auch nicht so viel gekauft. Aber so Textilien kaufe ich, also so Handtücher und so, kaufe ich schon gerne neu. Die Sachen sind in Portugal hergestellt aus Biobaumwolle. Einmal ein bisschen größeres Handtuch und ein kleines Handtuch. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin nicht im Fokus. Es tut mir so leid, dieses Licht, Herbst und alles, es kommt zusammen. Das war es, was ich quasi selber gekauft habe in Dänemark. Aber ich hatte ja Geburtstag und ich habe von meinen besten Freundinnen eine Tekla-Badematte bekommen.
Die habe ich mir auch ein bisschen gewünscht. Man merkt, man wird erwachsen, wenn man sich über solche Sachen freut. Aber ich finde sie so super. Und ich wollte noch zwei Geschenke zeigen, über die ich mich mega gefreut habe. Das erste ist dieses Backbuch. Das heißt Urbane Agenda. Wir waren, also Mama und ich waren, als wir in Finnland waren, in der Stadtbibliothek letztes Jahr schon. Und das war dann da ausgestellt, weil es war so eine Neuheit. Und ich finde es so toll, weil da sind die finnischen Basics in vegan. Also Zimtschnecke bis zur Biskuitrolle, bis Torten, bis... Also alles, was ich quasi in der Kindheit gegessen habe, aber in vegan. Und ich finde das so super. Und ich habe mich so sehr über dieses Buch gefreut. Ich habe auch für meinen Geburtstag quasi da draus schon gebacken. Ich habe es einen Tag davor ausgepackt. Upsi, damit ich das nutzen kann. Aber ich habe mich so drüber gefreut. Und noch ein legendäres Geschenk, was ich bekommen habe. Ich lebe ja für Hunde. Es gibt nichts Besseres als Hunde. Habe ich einfach dieses Spiel bekommen. Siehst du aus wie dein Hund? Weil es ist ja voll oft so, finde ich, dass BesitzerInnen und Hund ähnlich aussehen. Und hier muss man dann Hund mit BesitzerInnen matchen. So zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Match. Aber auf jeden Fall muss man die matchen. Und es gibt ganz viele Hunde und ganz viele BesitzerInnen. Und ich fand es so lustig. Also das ist genau mein Humor. Das war's mit meinem kleinen Haul plus Geburtstagsgeschenke. I hope you enjoyed. Guten Morgen von meinem Morgenspaziergang. Ich sehe noch ganz müde aus. Ich bin mit Papa jetzt so 13 Kilometer oder so spazieren. Hi! Guten Morgen. Heute ist der Donnerstag, heute ist Feiertag. Und ich hatte so einen schönen Morgen. Ja, es ist jetzt auch schon 2:30. Ich habe heute ausgeschlafen und dann war ich mit Papa ganz lange spazieren. Wir waren jetzt, glaube ich, fast 3 Stunden weg, 2,5 Stunden, sowas in der Art. Jetzt war ich duschen, jetzt habe ich den Wäsche angeschmissen, jetzt frühstücke ich gleich nochmal richtig. Und danach schneide ich, glaube ich, auch das Video, weil ich geplant habe, das jetzt am Sonntag, also diese Woche Sonntag hochzuladen. Wer bin ich, dass ich so viele Videos raushaue? Aber ich wollte so ein bisschen quasi das alles abgeschlossen haben, bevor die Uni anfängt. Und dann geht es beim nächsten Vlog auf jeden Fall um Uni und alles Mögliche. Ich wollte ja noch ein bisschen updaten bezüglich der Wohnsituation, wie es jetzt quasi weitergeht. Und zwar habe ich eine WG gefunden, also ein WG-Zimmer für mich, über ein Online-Casting. Fühle mich wohl quasi mit dieser Entscheidung und zu wissen, dass ich in diese Wohnung ziehe. Ich habe sie zwar noch nie in Real Life gesehen, aber ich hatte ganz, ganz gute Gefühle dabei und auch beim WG-Casting. Was aber jetzt ein bisschen schwierig ist, ist, dass ich erst Mitte des Monats da einziehen kann und nächste Woche ja die Uni schon losgeht. Deswegen penne ich bei meinen Freundinnen und gehe dann da zuerst die Woche. Erst die Woche? Das ist nicht die erste Woche, die O-Woche. Dass ich einfach einen Master anfange, das ist so crazy. Also auf jeden Fall bin ich dann da die Woche schon in Münster. Ich studiere jetzt übrigens auch in Münster, offiziell. Ich war mir wirklich nicht sicher, ob ich jetzt an die eine Uni gehe oder an die. Ich bin einfach nochmal in mich gegangen, habe mir halt diese Module angeschaut. Und da habe ich einfach so für mich realisiert, dass der Master, an dem ich jetzt gerade eingeschrieben bin, einfach besser für mich ist und für das, was ich machen will. Deswegen bleibe ich auf jeden Fall bei meiner Entscheidung und ich freue mich riesig. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich mich auf die Uni konzentrieren. Den ganzen September war ich so gestresst, weil ich nicht wusste, wo ich jetzt pennen kann so richtig. Und ja, jetzt kann ich mich voll drauf freuen und bin super gespannt. Ich hoffe, ich lerne tolle neue Menschen kennen. Jetzt gehe ich erstmal frühstücken. Ich habe mega Hunger. Heutiges Frühstück, einfach Basic Brot, ich liebe das. Ich habe mir Räuchertofu angebraten und Sesam drauf, das ist so eine gute Kombi. Und sonst noch ein Brot mit Butter und Gurke, das ist meine Guilty Pleasure. Und meinen Kaffee.